Ihr ist Ben von der Funtime Arena mit einer neuen Ausgabe der Funtime News. Ja, fangen wir an mit dem Phantasialand und Taron bzw. Klugheim bzw. Raik, der zweite Coaster, wird wahrscheinlich bald aufgebaut, weil im Phantasialand sind die ersten Stützen angekommen. Dazu hat das Phantasialand in den letzten Tagen Fotos auf der Facebook-Seite veröffentlicht, die ihr jetzt hier auch mal sehen könnt. Ja, der Family Coaster, der dort gebaut wird, ist ja bekanntlicherweise ein Boomerang, wie schon im letzten News-Video angekündigt. Ein Coaster, der halt auch logischerweise vorwärts und auch wieder zurück, also rückwärts fährt. Ja, und die ersten Teile sind halt angekommen, das heißt, bald gibt es wahrscheinlich Fotos vom Aufbau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wahrscheinlich genauso wie ihr. Ja, nächstes Thema ist dann das Walibi in Holland. Ja, Walibi in Holland hat ja nächstes Jahr, wie auch schon in einem anderen News-Video angekündigt, auch eine Neuheit. Und zwar handelt es sich ja da wahrscheinlich um einen Spinning Coaster mit dem Namen Lost Gravity. Da sind die Arbeiten auch voll im Gange. Es sind wieder mehrere Teile installiert worden. Und ja, der Tobi von den Funtime Friends und von CoasterFriends.de, den ihr vielleicht schon kennt von dem großartigen Modell von Taron zum Phantasialand, hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Freizeit und er bastelt jetzt auch schon an einem Modell für Lost Gravity. Dazu gibt es halt bei den Coaster Friends, vielleicht auch bei den Funta Friends, das weiß ich jetzt nicht, aber bei den Coaster Friends im Forum schon einige Fotos, was das alles schon wieder ein bisschen geiler und den geneigten Achterbahnfreund näher bringt. Und auf seinem YouTube-Kanal gibt es auch schon ja, ein paar Testfahrten mit dem Modell. Also ganz geil, da dann auch nochmal reinschauen, falls ihr von diesen verwackelten Bildern, die der Park über Snapchat immer wieder mal raushaut, keinen Überblick bekommt, darüber kriegt ihr den. Und ja, dann noch eine Meldung kurz vom Dungeon in Berlin. Dort wird im Frühjahr 2016 eine Neuheit aufmachen und zwar Exitus. Und dabei handelt es sich um einen Indoor Freefall Tower. Ja, wie groß der sein mag und wie hoch, weiß ich jetzt nicht. Ich war leider noch nicht da. Ich weiß auch nicht, wie hoch das Gebäude ist und ob die da jetzt noch einen Stockwerk draufsetzen oder weiß ich. Oder das Ding durch die Decke kracht. In London gibt es wohl auch schon einen Freefall Tower, weil Dungeons, das ist ja eine Marke und den gibt es ja in verschiedenen Städten, genauso wie Madame Tussauds, die glaube ich auch zur gleichen Gruppe gehören. Ja genau, und das Ding in London ist sagenhafte 10 Meter hoch, ja, wer es braucht. Ja, ich hoffe, dass es in Berlin ein bisschen größer wird, ein bisschen höher wird, aber ja, vielleicht will man sich den Gegebenheiten halt in London halt anpassen. Und halt auch genau das gleiche dort installieren. Was genau dort jetzt von der Höhe, von den Angaben da gebaut wird, das weiß man nicht. Und man kann aber trotzdem gespannt sein. Dungeon ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Auch, ja, einen Besuch wert. Reicht doch, oder nicht? Ja, um Spaß zu haben. Tja, und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt auf einmal andere Kleidung anhabe, liegt das daran, dass ein Tag vergangen ist, und jetzt noch eine News dazugekommen ist und ich diesen Tag jetzt noch nachträglich aufnehme, damit alles aktuell ist. Und zwar geht es um dein Efteling. Ja, Efteling hat soeben eine Neuheit angekündigt und zwar für das Jahr 2017. 2017 feiert der Efteling 65-jähriges Jubiläum und da hat man sich was ganz Cooles ausgedacht, beziehungsweise etwas, was eigentlich schon vor ein paar Jahren hätte kommen sollen. Und zwar heißt das Ganze Symbolica Palais de Fantasie, also Symbolica, der Palast der Fantasie, auch bekannt unter dem Namen Hartenhof, was im Jahre 2010 schon vorgestellt worden ist. Damals zum 60. Jubiläum wollte man ja, eine riesengroße Attraktion
bauen. Da gab es aber leider Probleme mit der Technik, und zwar mit dem Fahrtsystem, so dass man das ganze Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Jetzt ist es aber soweit. Der Name Hartenhof existiert nicht mehr. Man hat sich einen neuen Namen ausgedacht, und zwar halt Symbolika. Und das Ganze soll, wie gesagt, 2017 im Park dann eröffnet werden. Das heißt, nächstes Jahr ist ja jetzt schon 2016. Ich bin immer noch im 2015. Naja, fühlt sich halt noch ein bisschen so an. Wird wahrscheinlich schon dann gearbeitet, sodass 2017 zum Jubiläumsjahr alles fertig ist. Ja, wobei handelt es sich bei Symbolika? Es ist ein Dark Ride, als ob der Park nicht schon genug Dark Rides hätte, aber es ist ein neuer Dark Ride, und das ist auch gut so, weil die Dark Rides im Efteling einfach klasse sind. Typisch für das Efteling ist auch natürlich, dass alles selber ausgedacht ist, das ganze Konzept. Das hat damals halt auch zu diesen Problemen mit dieser Technik geführt, weil man da auf was Innovatives neu setzen wollte. Aber es halt nicht so funktioniert hat wohl in der Realität, wie sich das Efteling das halt vorgestellt hat. Und ja, der neue Dark Ride hat oder soll interaktive Elemente haben. Und was auch ganz cool ist, ich weiß zwar noch nicht, wie das funktionieren soll, aber die Fahrer bzw. die Besucher haben bei jeder Fahrt wohl die Möglichkeit, 3 verschiedene Fahrten irgendwie auszusuchen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt 3 verschiedene Fahrt drinnen gibt. 3 verschiedene Storys wird es dann halt wohl geben, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Wie das Ganze realisiert wird, kein Plan. Also ist auf jeden Fall sehr interessant und macht auf jeden Fall Lust auf mehr Informationen zu dem ganzen Projekt. Im Fokus von dem Ganzen soll die Wechselwirkung stehen zwischen Traum, Wirklichkeit und Fantasie. Fantasie ist im Efteling ja sowieso ein ganz großes Thema. Und die ganze Sache soll 35 Millionen Euro kosten. Also damit ist der Hartenhof bzw. der ehemalige Hartenhof und jetzt Symbolika der größte oder das größte Investment, was der Park bisher investiert hat in neuen Fahrgeschäften. Also es wird halt ganz groß. Ein Artwork seht ihr hier auch schon neben mir, wurde auch schon veröffentlicht heute mit dem Post, den das Efteling auf ihrer Facebooks oder auf seiner Facebook-Seite halt bekannt gegeben hat und veröffentlicht hat. Und da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Also das Jahr 2017 wird halt ein immens tolles Jahr. Schon allein Efteling-Sachen, neue Efteling-Achterbahnen oder Rides, Attraktionen sind immer eigentlich ein Muss, um dahin zu fahren, weil diese Detailverliebtheit von dem Park ist einfach unglaublich und ist einfach ein Muss. Also da kann man sich auf jeden Fall auf was Neues, Großes, Fettes wieder freuen. Und wir sind auf jeden Fall am Start, wenn es soweit ist und das Ding dann aufmacht. Aber bis dahin gibt es hier bei uns auf dem Kanal natürlich Informationen rund um Symbolika. Damit sind wir dann jetzt auch wirklich am Ende der News angekommen. Ich hoffe, das war informativ für euch. Ihr hattet Spaß beim Zuhören und Zugucken. Falls euch das interessiert, dann abonniert doch diesen Kanal, um keine News mehr zu verpassen und die anderen Videos, die wir hier so schön posten und veröffentlichen. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, was der Efteling da jetzt vorhat, auf dieser großen Fläche, dieses große Ding, was da gebaut wird. Und auch zu den anderen Sachen, wie findet ihr Gravity, die ganze Baustelle, wie sich das dort entwickelt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich beantworte auf jeden Fall jeden Kommentar. Deswegen schreibt fleißig unten in die Kommentare, abonniert uns und lasst ein Like da, falls das Video euch so gut gefallen hat, dass es ein Like würdig ist. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ben von der Funtime Arena und ich bin raus. Ciao.